So, meine lieben Freunde, hallöchen. Willkommen zu einem Angezockt, und zwar Battle Chaser Night War. Jo, ich habe mir mal gedacht, ich mache mal einen neuen Run, beziehungsweise ein neues Angezockt, um mal zu gucken, ob euch das Spiel so gefallen wird oder nicht. Dementsprechend genießen wir einfach mal die halbe Stunde ungefähr und werden dann dementsprechend einfach ja, mal schauen. Das Spiel habe ich von der Jessie geschenkt bekommen. Ja, vielen lieben Dank dazu. Und jetzt halte ich mal die Fresse. Zurückgeblieben sind seine mächtigen Panzerhandschuhe, Artefakte mit unbekannten Fähigkeiten, die ihrem Besitzer die Macht geben, Berge zu versetzen. So heißt es in den Geschichten. Ebenfalls zurückgeblieben ist seine Tochter Gali. Sie hat die Handschuhe ihres Vaters gefunden und damit die Ereignisse in Gang gesetzt, die sie zu einer bedeutenden Zielscheibe gemacht und in die Gesellschaft ihrer größten Verteidiger geführt haben. Nolan, der weise und mächtige Zauberer, dessen Zunge ebenso scharf wie sein Verstand ist. Sein mysteriöser Gefährte, Tully Bretto, ein Kriegsgolem von immenser Stärke. Garrison, ehemals Gefährte und Waffenbruder von Aramus und nun verschworen, dessen einzige lebende Blutsverwandte zu beschützen. Und die gesetzlose Rote Monika, die ebenso schnell Feind wie Freund sein kann. Gemeinsam haben sie die kapitalen Lande bereist und dabei Gali gegen alle verteidigt, die nach der Macht ihrer Handschuhe trachten. Nolan, der es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht hat, mehr über Mana zu erfahren, das die Magie und Technologie der Welt antreibt, hat die Gruppe zu einer geheimnisvollen Landmasse geführt, die als die Halbmondinsel bekannt ist. Gerüchteweise soll es dort früher gewaltige Mana-Reserven gegeben haben. Als sie sich der Insel nähern, wird ihnen rasch klar, warum so wenig über das Gebiet bekannt ist. Ja, das war eine kurze, knackige Einleitung, dass wir überhaupt wissen, worum es geht. Stimmen sind ein bisschen leise in den Cutscenes, aber da kann ich nichts ändern. Naja. Noch diese Stimmen, bitte nicht. Oh je. Naja. Ich und good luck, Captain. Ehrlich. Er hat schon eine gewisse Art einen schönen Humor. Das Spiel. Wir haben es geschafft, oder wenigstens habe ich es geschafft. Bretto, Garrison, bitte, bitte seid in der Nähe. Na gut, wir spielen hier die kleine Gully aktuell. Das ist sozusagen die Dungeon-Ansicht. Es gibt noch eine andere Ansicht in der Oberwelt, was mir persönlich eigentlich ganz gut gefällt. Auch die Grafik scheint sich ziemlich an League of Legends angefallen zu sein, oder ja, andersrum. Dementsprechend weiß ich nicht so ganz genau, was jetzt zuerst da war. Wir können hier das Inventar aufmachen, das brauchen wir aktuell noch nicht.
Wir laufen hier, wie gesagt, mit der kleinen Galli rum. Wir können hier so verschiedene, verschiedene Talente, Sachen machen. Das ist Erzertrümmerung. Betäubt kurzzeit alle Feinde in der Nähe. Betäubt wird in die Schlacht mitgenommen. Durchbricht schwache Mauern und Wände. Ladungen 5 von 6. Okay, wir können uns hier so ein bisschen ausrüsten. Dann haben wir verschiedene Talente, passive Elemente etc. etc. Kampffertigkeiten. Biografie. Galli ist schon lange auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater Aramus. Ihr kostbarer Besitz ist ein paar Panzerhandschuhe, eine Hinterlassenschaft, die er früher mit durchschlagender Wirkung auf dem Schlachtfeld eingesetzt hat. Die Handschuhe verleihen ihr unglaubliche Macht, bringen sie aber auch in große Gefahr. Sie ist nicht die Einzige, die von ihrer Macht weiß. Okay. Wir können hier natürlich auch verschiedene, wie gesagt, Talente etc. Das kommt alles noch. Dann können wir hier wechseln zwischen Inventar. Die Inventarsteuerung ist ein bisschen gruselig. Aber auf der anderen Seite, ja, wir können ja auch angeln. Ist eigentlich nur ein, ist eigentlich nur Gewohnheitssache. Und ja, ich habe mich hier schon mal verlaufen. Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt hier auch nochmal passiert. Ich habe es auf jeden Fall schon mal durchgespielt. Dementsprechend weiß ich, was zu tun ist. Du bist wach. Geht's dir gut? Ja, fühlst du dich besser? Du hast dich ein paar Stunden ausgeruht. Ich war wohl nicht so ganz auf diesen Kanonenschuss vorbereitet. Habe ich das nur geträumt oder bist du vom Schiff gesprungen, um mich zu fangen? Bin ich. Wie sind wir heil unten angekommen? Nolan, wir sind durch ein Portal von ihm gefallen, das uns nur leicht verletzt auf dem Boden abgesetzt hat. Was ist dann mit ihm passiert? Das wissen wir nicht. Und Garrison? Monika? Garrison ist auch durch das Portal gefallen. Monika und Nolan scheinen verschwunden zu sein. Dann sollten wir sie suchen. Sie könnten sich verletzt haben. Garrison hat sich bereits auf die Suche gemacht. Bist du sicher, dass du schon wieder aufstehen kannst? Ich bin noch etwas wackelig, aber wir haben keine Zeit zu verschwenden. Es geht schon. Lass mich zuerst noch deine Wunden etwas mehr heilen. Dann treffen wir uns mit Garrison. Jo, wir können jetzt hier mit L und LB, genau, wir können jetzt hier mit den hier die Leute wechseln und können gucken, das war jetzt irgendwie, ist das ein Bug? Normalerweise müsste Galli zuerst stehen, na ist egal. Garrison hat das Talent wiederbeleben, ja, das bedeutet, wenn wir jetzt hier auf Garrison wechseln, können wir uns ein bisschen heilen. Und ja, wir müssen jetzt hier die Sachen alle so ein bisschen abklappern. Die hochgestellte Stimme der Galli ist so gewollt. Und zwar, ich will noch mal was gucken, ob ich der vielleicht die Stimmlautstärke ein bisschen höher schalten kann. Musik leiser, Soundeffekte können so bleiben. Die Musik mache ich mal eine Stufe leiser. Die Galli ist erst 12. Dementsprechend hat die auch so eine hohe Stimme. Etwas hat den Absturz überstanden. Gewöhnliche Teile, 12 Goldmünzen, das ist wunderbar. Ist aber nicht viel. Dementsprechend gucke ich mich erstmal hier um. Ah, eine kleine Höhle. Manchmal gibt es hier auch so Sachen, wo dann so so kleine Geschichtssachen drin stehen. Es ist immer ein bisschen schwierig, eine zusammenhängende Geschichte von den Dungeons zu finden, weil die nicht alle, weil die Schriftstücke nicht alle, chronologisch geordnet sind, aber dementsprechend, ich löse die einfach dann vor und gucke dann einfach mal, ob man da vielleicht eine Geschichte draus ziehen kann oder nicht. Neben dem Knochenhaufen liegt eine hastig geschriebene Notiz. Bin in der Nacht aufgewacht. Erkannte nicht, was mit Rachel los war, bevor es zu spät war. Ihr Blick, als hätte sie mich noch nie gesehen, hat mich ganz schön zugerichtet, bevor ich reagieren konnte. Seit wir das Mana in diesem Riss im Boden gefunden haben, Punkt. Hätten sie nicht so nah ranlassen sollen. Müde, alles dunkel. Mana. Ja, es wird nicht leider, es ist nicht, Voice Acting ist zwar ganz nett hier, aber nicht jedes, nicht alles, was die sagen, wird halt auch vom Voice Actor gesprochen. Nasse Kundschafter-Tunika, ich glaube, das ist was für die Galli. Die sieht ganz schön böse aus. Aber es ist gar nicht mal schlecht. Ist eigentlich ganz lustig. Ah, die Galli ist schon cool drauf. Ausrüstung. So, wollen wir mal gucken.
Reisekleidung. Okay, die nasse Tunika, die gibt uns minus 2 Ausdauer. Das sind 10 HP weniger. Im Ausdauer ist die Lebenskraft. Dafür kriegen wir mehr Abwehr, mehr Magieabwehr. Ich würde sagen, die Tunika riecht etwas muffig, weil sie beständig dem Element ausgesetzt war. Bietet aber ordentlich Schutz. Ich würde ihr die nasse Tunika anziehen. Man sieht jetzt optisch jetzt keinen großen Unterschied. Also egal, was wir anhaben, die wird immer so aussehen. Der Calibretto genauso. Dementsprechend ist es eigentlich nur, sollten wir nach den Werten mit der Ausrüstung gehen. Ich hätte Lust darauf, auch das mal irgendwann zu Let's Playen. Klar, natürlich, deswegen mache ich das ja. Allerdings bin ich dann darauf auf euch angewiesen, weil wenn ihr das nicht sehen wollt, dann muss ich auch kein Let's Play daraus starten. Und dementsprechend, jo, zu tun hätten wir ja sowieso genug. Ich weiß jetzt, wo wir lang gehen müssen. Es lag nämlich daran, dass ich das New Game Plus schon mal angefangen hatte. Und dementsprechend weiß, wo ich lang muss. Da hatte ich nämlich beim letzten Mal, als ich das New Game Plus gespielt hatte, ziemlich viel rumgealbert. Hier gibt es keine Karte, weil das noch kein richtiger Dungeon ist. Das bedeutet, hier werden wir, glaube ich, nur auf einen Tutorial-Boss. Das ist sozusagen, was habe ich mich schon wieder verlaufen? Das ist sozusagen nur ein Tutorial. Ich nehme Shadowplay auf, dementsprechend muss ich ab und zu mal auf die Uhr gucken, weil ich das nicht zu lang machen will. Das kann nämlich hier ganz schnell passieren. Und dass du hier einfach mal anfängst und, wie heißt's? Einfach mal vergisst, dass du hier, ja, du vergisst halt hier schnell die Zeit, was an sich gar nicht so schlimm ist, aber für ein Let's Test, was halt einigermaßen, ja, du kannst hier natürlich auch Schaden nehmen bei manchen Dungeons, bedeutet, hier gibt's Fallen und so weiter und so fort, ist eigentlich alles, ja, ist nett durchdacht, ist ein nettes Game von THQ Nordic. Die sind leider, ja, Ruht in Frieden, liebe Leute, ihr habt gute Spiele gemacht, die gefallen mir. Was jetzt genau mit der Firma ist, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich weiß nur, dass die jetzt keine Spiele mehr produzieren. Ich glaube, die wurden aufgekauft. Und unter anderem Namen. Muss ich mich nochmal schlau machen. Für das Let's Play wäre es natürlich ganz gut, wenn man da ein bisschen guckt. Genau, die Kämpfe sind rundenbasiert. Hier links sieht man, wer wo wann dran ist. Dann kann man eine Aktion machen. Stoß zum Beispiel hat eine Ladezeit von sofort, während Verteidigung auch sofort hat. Dann gibt es Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind sehr schnell bis hin zu langsam. Und das haut uns dann zum Beispiel immer so ein bisschen zurück. Bedeutet, wenn wir eine Fähigkeit haben, die sehr langsam ist, dann kann es sein, dass der Feind dann vorher erst nochmal angreifen kann. Und ja, sofortige Sachen werden natürlich dementsprechend sofort hantiert. Wir haben natürlich auch gewisse Statuswerte, die wir uns hier ansehen können. Wir, der Calibretto und die Galli, haben jetzt aktuell keine. Der Gegner hat einen Bauchtreffer von dem Calibretto eingelandet. Das bedeutet, das ist ein Zerreißen-Debuff, der steigert erlittenen physischen Schaden um 10%. Das sieht man dann hier auch hier zum Beispiel auslöschen. Fügt über 4 Treffer hinweg 22 Schaden. So ist das Ziel zerrissen oder blutet ist, wird ihm zusätzlich 7 Schaden hinzugefügt, kostet 20 Mana. Wir können Momentum aufbauen. Das bedeutet, für jede Aktion, die wir machen, kriegen wir 5 bis 10 Momentum Punkte. Das können wir bis zu einem gewissen Part machen. Das bedeutet, hier links auf der blauen Seite ist die dicke Balken, ist unser Mana, und alles andere ist Momentum, was nach der Schlacht wieder resettet wird. Auf der anderen Seite können wir das wie Mana benutzen. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine Fähigkeit haben, die zwar 10 Mana fressen würde, könnten wir das natürlich machen, und wir würden jetzt zum Beispiel nur erstmal das Momentum verbrauchen. Manche Charaktere bauen darauf, manche nicht. Aber es ist eigentlich ganz lustig, weil da können wir nämlich einfach mal 2 normale Stoße und Aktionen machen und dementsprechend auch einfach mal eine Fähigkeit rausspammen. Wie viel wir dementsprechend aufhalten können. Halte LT, ja, haben wir ja schon gemacht. Füge, okay, wir sind vergiftet, das bedeutet, wir kriegen 4 Damage. Der Calibretto hat plus 20 Mana. Könnten wir eigentlich eine heilende Welle mal auf die Galli machen, und die macht einen Stoß. Das Problem ist allerdings, dass die Aktion vom Calibretto Zeit gefressen hat und dementsprechend nicht mehr gecastet wurde. Jo, so sind ungefähr, so läuft es ab. Schlacht, dann EXP, dann Linksbums. Die Beute. Ja, für jeden Punkt kriegen wir Vorteilspunkte. Das erinnert sozusagen an unseren Skillpunkt. Wir können uns aber auch Bücher kaufen, die uns Skillpunkte geben. Und so können wir dann unsere Charaktere etwas
wie heißt es, dementsprechend ein bisschen personalisieren. Garrison ist nach Norden gegangen, um Monika und Nolan zu suchen. Wir sollten auch in die Richtung. Ich bin mir sicher, es geht ihnen gut. Aber für alle Fälle sollten wir uns beeilen. Ich versuche die Stimme so ein bisschen kindlich und hoch getroschen zu machen. Nicht, weil es ein weiblicher Charakter ist, sondern einfach, weil die einfach noch 12 ist. Bestätigt dementsprechend. Jo, das ist die Oberwelt, die ist relativ gut vorgegeben. Da gibt es nicht so viel, das ist jetzt keine Open World. Diese Gewalt macht mir keinen Spaß. Alles klar. Aber, ja, wie man sieht, ja, Mana-Punkt ist voll und bis zum gewissen Grad können wir Momentum aufbauen. Kann natürlich auch gesteigert werden, etc., etc. Und, ja. Auf jeden Fall sehen halt so die Kämpfe aus. Das bedeutet, wir können durchaus strategisch vorgehen. Ist jetzt nicht einfach so wild drauf losprügeln. Die Kämpfe schon, aber wir können halt schon ein bisschen, ja, wir können auch ein paar Sachen Handwerkszutaten und so lagern, indem wir einfach ein paar Sachen craften. Das geht auch übrigens. Ja, wie gesagt, wir können hier natürlich, oben ist eine Abzweigung. Manchmal gibt es so eingepunktete Felder. Beziehungsweise farblich markierte Felder. Die farblich markierten Felder, das sind Sachen, wo man entweder was finden kann oder auf der anderen Seite, wo wir was, wie gesagt, entweder was finden können oder sind so Ereignisfelder. Also ein bisschen wie Mario Party, nur halt mit einem Rollengenre. Ist eigentlich ganz lustig, dementsprechend. Also ich fand das Spiel ziemlich lustig, als ich das beim ersten Mal durchgespielt habe. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe auch noch nicht alles entdeckt, ich bin es einfach nur casual durchgegangen. Das war nämlich so ein Spiel, wie gesagt, das war eigentlich unter den Spielen dabei, wo wir was verlosen, die ich zum Verlosen sehen wollte. Aber da das so ein LOL-Lookalike war, habe ich mir gedacht, komm, holst du dir, guckst du dir das mal an. Okay, wir haben die Talsphäre Tunika, bietet einfachen Schutz im Kampf. Die gibt uns plus 2 Abwehr, 6 Ausdauer und... Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Ausdauer. Dadurch steigert sich unsere Lebenskraft und Abwehr. Aber kostet uns 8 Stärke. Ich würde sagen, das bleibt eigentlich so, wie es ist, ganz gut. Könnt ihr natürlich nachsehen. Auf dem oberen Teil des Schildes steht mit verblichenen Buchstaben Krallenkreuzung. Auf dem nach Osten zeigenden Wegweiser steht Bergseedorf. Direkt über eingeritzt die kryptische Botschaft jetzt nicht mehr. Der Rest ist bis zu unserer Leserlichkeit beschädigt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich habe mir das Spiel mal selbst gegönnt, anstatt es irgendwie einfach nur wegzugeben. Und war durchaus eine gute, war auf jeden Fall eine gute Idee. Und dementsprechend habe ich einfach, habe ich einfach mal angefangen zu spielen. Für 14 Schaden zu und belegt das Ziel mit Zerreißen, was den erlittenen physischen Schaden um 3 Runden lang 10% steigert, erzeugt Kraft 10 Kraftreserve. Wunderbar. Naja, auf jeden Fall war auf jeden Fall keine schlechte Idee, das Spiel mal für mich zu benutzen, und es hat mir richtig gefallen. Übrigens, wir heilen uns nicht automatisch nach jeder Schlacht oder pro Dungeon, sondern wir müssen um unsere HP, müssen wir uns schon so ein bisschen Gedanken machen. Das bedeutet, wenn wir hier in eine Stadt kommen, kommen wir an ein Dorf, kommen wir dann teilweise, gibt es hier eine Taverne, gibt auch nur eine Stadt hier, und dementsprechend nur dort können wir uns halt heilen. Ich persönlich finde das eigentlich ziemlich cool, dass ich hier, dass man hier nicht ganz normal, was weiß ich, sich normal heilt, sondern dass man seine HP durchaus im Blick halten muss. Also generell gefällt mir das bei Rollenspielen, wo man einfach anfängt und sich nur bei Übernachtungen oder in Tavernen oder so heilen kann. Das gefällt mir persönlich sehr. Das ist ein schönes Feature, was ich in RPG Maker Spielen sehr häufig habe und was ich durchaus feier, auch wenn es ein bisschen oldschool ist. Aber so ist es einfach. Da hinten ist Garrison. Wir können mit dem rechten Stick können wir die Karte bis zu einem gewissen Grad ansehen. Wir wissen natürlich noch nicht, wo das alles ist. Das ist ja wohl klar. Und mit dem linken Stick können wir uns... Dass es dir gut geht, was du da auf dem Luftschiff gemacht hast, mich vor dem Kanonenschuss abzuschirmen. Du hättest dasselbe für mich getan. Vielleicht, aber mit schlechterem Ausgang. Du bist ein tapferes Kerlchen, aber vergiss nicht,
Wir verstehen die Kraft der Handschuhe deines Vaters noch nicht richtig. Du musst vorsichtiger damit sein. Ich hatte keine Wahl. Nein, wohl nicht. Der sieht so ein bisschen aus wie Garen. Ich glaube, er wollte dir nur danken. Hast du eine Spur von Monica oder Nolan entdeckt? Garrison ist eigentlich so ein ziemlich cooler Typ, muss ich sagen. Der hat so eine richtig liebe, so eine kleine väterliche Ader für die Gully. Aber der ist auch so ein kleiner, strenger Mentor, der ihr eigentlich so ein bisschen sie auf das Leben vorbereiten will. Und dieses Dorf sieht lange verlassen aus. Im Osten sind Lichter am Horizont. Könnte eine Stadt sein. Wir sollten nachsehen. Falls sie überlebt haben, sind sie sicher dorthin gegangen. Was soll das heißen? Falls. Nolan hat uns gerettet. Er kann auch sich und Monica retten. Da hast du wohl recht. Also lasst sie uns suchen. Jo, Garrison hat sich der Cloak-Gruppe angeschlossen. Super. Habe ich irgendwelche Ausrüstung für die beiden Talente? Habe ich noch nichts freigeschaltet. Aktionen erschlossen auf Stufe 5 und 15. Okay, das bedeutet, je höher man steigert, kann man natürlich die verschiedenen Aktionen freischalten, bis zu 4 Stück. Das kann, glaube ich, jeder Charakter. Und hier sind natürlich... Ja, hier sind natürlich Fähigkeiten, die wir dann später auch freischalten können. Nicht freischalten, sondern nee, die sind schon freigeschaltet. Talente haben wir noch, sind wir noch nicht so weit. Garrison, was hast du denn? Dungeon-Talente. Schnellschritt. Ein Spurt, der Fallenschaden vermeidet und Garrisons Eile massiv steigert, wenn er damit in die Schlacht rennt. Super. Gut. Lesen. Okay. Ein Tagebucheintrag ist mit der Hand auf Pergament gekritzelt. General Xavier ist letzte Nacht von der Hauptfront zurückgekehrt. Weil es dunkel war, hat ihn kaum jemand richtig zu Gesicht bekommen und konnte mehr sagen, als dass es ihm gut zu gehen schien. Die Kriege anderswo haben dem Außenposten Tribut abverlangt, da sich die Reihen lichten und unsere Abwehrübungen lasch werden. Ich weiß nicht einmal, ob sich Rabenherz letzte Nacht überhaupt die Mühe gemacht hat, Streife zu gehen, aber er scheint mir schon immer eine faule Ader gehabt zu haben. Das dürfte sich ändern, jetzt wo Xavier wieder durch die Korridore schleicht. Alles klar. Ja, hier kriegen wir manchmal so Kleinigkeiten gezeigt und dementsprechend einfach ein paar kleine Informationen über die Welt und über die Lande, in denen wir uns gerade befinden. Man kriegt übrigens, woher ich weiß, dass die Gully erst 12 ist, das sagt sie, ihr seht ja, dass Calibretto immer ganz gerne mal ein paar Sprüche loslässt und wenn man die, wenn man die Reihenfolge ändert, sagt immer derjenige, der oben steht, immer irgendwas. Kraftreserve wird in Rot neben dem Mana-Balken angezeigt. Du erzeugst sie durch reguläre Aktionen. Kraftreserve wird bei bestimmten Fähigkeiten für Bonuseffekte anstelle von Mana verbraucht. Nach einer Schlacht geht die gesammelte Kraftreserve jedoch verloren. Also setz sie ein, solange du kannst. Genau. Und, ich habe in meiner Konstellation die Gully immer oben stehen gehabt und immer wenn die halt eine Schlacht beginnen, sagen die steht da ein Spruch und immer wenn die eine also beim Beginn und beim Gewinn der Schlacht sagen die immer etwas oder generell auch wenn jetzt zum Beispiel jemand mal ein bisschen auf die Fresse kriegt und bei dem einen Kampf sagt die so, ey, das war alles, da habe ja ich mehr drauf und ich bin erst 12 und daher weiß ich, dass sie so alt ist. Anders da kriegt man es nicht raus. Übrigens, kann man hier schon Y drücken? Noch nicht, ne? Hier gibt auch später ein Lexikon über Monster, ihre Fähigkeiten und Schwächen. Allerdings muss man sich das ein bisschen erarbeiten, was mir persönlich sehr auch ziemlich gut gefällt an dem Spiel. Musst du erst so und so viel grüne Schleime besiegt haben. Ich glaube 5 oder 6 Stück. Dann weißt du zum Beispiel, wie viel HP die haben. Wenn du 10 oder mehr besiegst zum Beispiel, dann kriegst du irgendwie 1 oder 2% mehr Schaden gegen diese Monster, was persönlich ziemlich cool ist. Das gefällt mir sehr. Man darf eine Sache auch nicht vergessen, hier muss man ziemlich häufig auch in der Taverne mal übernachten. Ich glaube, das Dorf, das wir gesehen haben, liegt nördlich von hier. Vielleicht sollten wir zuerst dorthin gehen. Herr Bretto hat recht, gehen wir zuerst zu diesem Dorf. Ich will aber trotzdem die Beute mitnehmen.
Jo, man muss halt auch öfters mal in der Taverne rumeiern, weil dann geht es mit der Geschichte nämlich auch gerade am Anfang ziemlich häufig vorwärts. Das bedeutet, ich habe da mal weitergespielt und bin dann 1000 Millionen mal verreckt und wusste nicht, was dann so abgeht. Dann habe ich einfach mal in der Taverne übernachtet und gemerkt, oh, Geschichte geht weiter, Geschichte geht weiter, Geschichte geht weiter. Und auf einmal wurde dann so viel freigeschaltet, meine Charaktere wurden dann ein paar Mal stärker, dass ich dann einfach so 5 oder 6 Mal am Stück einfach hier in der Taverne geruht habe. Und ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die man selbst herausfinden muss, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil man da nicht... es ist nicht schwer, das Spiel, aber du kriegst nichts hinterher, geschmissen. Das ist das, was mir sehr gut gefällt. Ah, ich sehe ein paar Lichter, aber keine Leute. Wo sind denn alle hin? Klopfen wir ein paar Türen. Jo, hier gibt es verschiedene Sachen, also nicht so viele. Das ist der Händler. Die Tür dieser seltsam geformten Hütte ist verschlossen. Von innen draußen, von innen dringen seltsame Bastlergeräusche nach draußen. Noch niemand geht an die Tür. Nochmal klopfen. Nochmal klopfen. Was soll der Krach? Ach, herrje, ein Kriegsgolem. Das ist schon beinahe faszinierend genug, um meine Zeit dafür zu opfern. Faszinierend zu sein ist eine Bedingung. Ja, jetzt hört bitte auf zu klopfen und verschwindet. Und ich erwarte, dass ihr den Schaden an meinen schönen antiken Eingang beseitigt. Ja, später. Das bedeutet, das ist kein Kuriositätenladen. Da können wir hier so... Das ist ein normaler Itemladen, so gemischt Waren. Da können wir... Verbrauchsgut kaufen. Hier, das ist die Taverne. Hier können wir natürlich Waren kaufen. Großmutters Fledermausflügelpastete. Eine sättigende Mahlzeit. Man fühlt sich ausgeruht und stellt in den nächsten paar Schlachten in jeder Runde 24 Lebenskraft wieder her. Teufelsdorn, Dreifachmalz, sehr beliebt zur Zeit des Kickstarter-Fests, steigert die Angriffsstärke in den nächsten paar Schlachten um 40, macht aber sehr müde, wenn die Wirkung verflogen ist. Das bedeutet, die haben manche von diesen ein gewöhnliches Ale, nicht zu stark, steigert die Angriffskraft in den nächsten Schlachten um 16. Starke Sachen zum Beispiel hier haben halt sehr gute Effekte, aber natürlich auch dementsprechend negative Effekte. Von daher kriegen wir das alles noch hin. So, Garrison Schmiede, schwere Eisentür, die glühende Esse und die Vielzahl überall verstreuter Werkzeuge zum Bearbeiten von Metall verraten euch, dass es eine Schmiede sein muss. Oh, der Dorfschmied, das ist ein Mann des Eisens. Das ist eine grobe Art, Fremde zu begrüßen. Ja, als Fremde wisst ihr nicht, wie grob wir hier werden können. Ich nehme an, wir werden es ganz schnell erfahren. Das Fell muss dick sein, wenn man auf einer einsamen Insel wie dieser überleben will. Und der Hammer sollte schwer sein. Wo wir gerade von einsamen Inseln reden, wie seid ihr hier gelandet? Wir waren mit einem Luftschiff unterwegs. Dann haben uns Piraten überfallen. Das kann gut sein, obwohl es keine Piraten waren, wie du sagst. Buddy, ganz einfach. Nur Strolche und heiße Luft. Aber in letzter Zeit sind sie eine richtige Landplage. Banditen. Für wen arbeiten sie? Tja, als Banditen. Wohl für sich selbst. Obwohl sie sich in letzter Zeit anders verhalten als vorher. Weniger konfus, besser organisiert. Das macht dem kümmerlichen Rest hier Sorgen. In der Schlacht wurden wir von einigen unserer Freunde getrennt. Wir glauben, sie könnten sie haben. Oder wissen, wo sie sind. Wir würden gern mit ihnen reden. Ja, reden. Ein paar Schwächlinge waren im Morgengrauen hier und haben Ärger gemacht. Wir haben sie verjagt. Folgt ihnen nach Süden, wenn ihr glaubt, dass ihr eure Freunde findet. Wenn nicht, bereuen sie es. Seid auf der Hut. Sie müssen da irgendwo ein Lager haben. Tretet ein. Der Grimbart ist cool. Ihr meint wohl die Straße nach Süden, was? Wie gehen wir? Wir gehen noch früh genug in die Richtung. Wie ihr meint. Wir können noch nicht mit dem handeln. Die Stimmen sind manchmal richtig cool. Buch der Geheimnisse. Ein gelungenes Schild hängt von einem geölten Gargoyle an der Tür herab. Die Inschrift lautet, bin zum Mittagessen. Schild herunterreißen und auf den Boden werfen. Wir gehen. Ich weiß ja, wo die ist. Das ist eine Zauberin, die uns später helfen wird. Wen haben wir hier? Oha. Fury. Sieh an. Wir haben einen frischen Trupp Abenteurer hier im Tal, Jägerin Raha. Und halbwegs erfahren obendrein, wir haben schon die ein oder andere Schlacht erlebt. Und du? Ha! Ich auch. Obwohl nicht die gleiche Art, wenn ich sehe, wie ihr eure Klinge haltet. Sagen wir einfach, meine Feinde sind von der wilderen Sorte. Ich bin Raha.
Raha, die Jägerin. Wie ich sehe, sind nur ungezähmte Feinde. Ein Kampf wert. Und zu eurem Glück wimmelt es auf dieser Insel von solchen. Das haben wir gesehen. Die Schleimer und Fledermäuse in den Wäldern rings um das Dorf? Nein, das seht, da steht euch Schlimmeres bevor. Wir sind auf der Suche nach verschwundenen Freunden, nicht auf Trophäenjagd. In der Tat verschwinden viele auf dieser Insel. Rettungsunternehmen oder nicht, ihr könntet ein paar gute Ratschläge brauchen, wenn ihr hier überleben wollt. Nehmt dieses Bestarium, sucht euch Kreaturen, gegen die ihr gekämpft habt. Ihr werdet feststellen, dass ihr dann Einsichten über ihre Stärken und Schwächen gewinnt. Wenn ihr lange genug überlebt, weise ich euch den Weg zum anspruchsvollen Prüfungen. Das könnte auf der Suche nach euren Freunden ohnehin vonnöten sein. Die Suche wird kurz sein, dafür werden wir sorgen. Und dann verschwinden wir wieder so schnell, wie wir gekommen sind. Das habe ich schon öfters gehört. Lasst euch nicht umbringen, Abenteurer. Alles klar, wir haben jetzt ein Bestarium zur Verfügung. Hier können wir so ein bisschen... Ja, hier sieht man zum Beispiel Kampfwissen. Wir müssen noch, wir haben einen getötet, das bedeutet, wir müssen noch einen killen, dann haben wir die HP-Anzahl und ja, hier sieht man zum Beispiel auch, wie was los ist. Schleim und Runenspinne kann man auch drehen. Ist eigentlich ganz lustig. Das ist der Kuriositätenladen, der hat uns dann, wir können hier spezielle Artefakte finden. Da kriegen wir dann von dem Schatz Münzen und dafür auf der anderen Seite verkauft er uns richtig gute Sachen. Aber die Waffen und allem drum und dran sind es hier nicht wirklich wert. Dementsprechend. Wir haben keinen Schlüssel für das Tor. Okay. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal bei der Taverne übernachten. Und zu gucken, ob wir die ganzen Zwischensequenzen mitnehmen können. Du hast heute sehr tapfer gekämpft. Aramus wäre stolz auf dich. Danke, ich... Warte, wohin gehst du? Ich wollte nur kurz an die frische Luft. Du solltest ein wenig schlafen. Was ist mit dir? Willst du denn nicht schlafen? Nein, nicht, wenn ich es verhindern kann. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das Gasthaus ist meiner Ansicht nach sicher. Calipretto rührt sich nicht von deiner Seite. Ist es nicht so? Also, schlaf dich aus, in Ordnung. Okay. Ich bin es nicht, um den ich mir Sorgen mache. Jo, genau so ist es. Manchmal sind diese Zwischensequenzen eigentlich auch einfach mit voranschreitender, wie heißt mit voranschreitender, wir müssen hier runter. Ich weiß nicht, ob ich hier lang will oder da lang. Mit voranschreitender Story sind diese kleinen Zwischensequenzen vonnöten. Diese Gruppe steht unter meinem Schutz. Ihr werdet ihnen nichts tun. Warte mal. Streuschuss. Fügt dem Ziel 16 Schaden und einem benachbarten Feind 8 Schaden zu. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Braucht ein bisschen lange. Auslöschen. 4 Treffer hinweg, 4 Schaden zu. Okay, aber das bringt erst was, wenn das Ziel zerrissen ist. So, Garrison, was hast du denn? Metzeln. Fügt dem Feind und einem benachbarten Feind 18 Schaden. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir können hier später auch so Special Moves machen. Die sind ganz lustig. Und deswegen brauchen wir auch die Jägerin später. Das war gut. Ich habe jetzt die Spinne zuerst gekillt, weil die nämlich vor dem Schleim dran war. Und jetzt kann die Galli denen den Rest geben, ohne dass die Gegner nochmal die Chance hatten anzugreifen. So, hatte ich nicht anders erwartet. Sieg, wunderbar. Level 2, Gabe der Natur erschlossen. Faustbeben erschlossen. Wunderbar, super. Wir haben jetzt ein paar neue Fertigkeiten. Gucken wir uns die Talente mal an. Ja, fügt einem C14 Schaden zu. Faustbeben, das ist super. Was haben wir hier? Gabe der Natur in den nächsten 3 Runden wird von jedem Verbündeten jedes Mal, wenn ihm Schaden zugefügt wird, 3 Lebenskraft geheilt. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Also der Calibretto ist eher so eigentlich so ein Supporter. Und die Galli habe ich so das Gefühl, dass die später eigentlich so ein kleiner Tank wird, während der Garrison eher so der Statuswerte Typ wird. Gibt aber noch ganz andere, wie gesagt, von daher. So, jetzt sind wir auch beim Schleim.
Haben wir jetzt 5 getötet, das bedeutet, wir wissen jetzt, wie viel Lebenskraft der besitzt. Trotzdem, Bestienvorteil, wir müssen 50 Schleime besiegen, um die Ausdauer aller Helden um 1% zu steigern. Das ist gar nicht schlecht. Außenpostenjäger besiege 100 Feinde aus dem eisernen Außenposten und auch wieder 1%. Das ist eigentlich ganz gut. Bei den Fledermäusen gibt es 5% mehr Erfahrung und 1% mehr Ausdauer. Und wenn wir 50 Fledermäuse besiegen... Ah ne, das ist Bestien generell. Ah, okay, ich verstehe. Steigert die Eile aller Helden um 1%. Also, es macht durchaus Sinn, hier auch mal eine Runde Monster zu farmen. Weil das deine Helden dauerhaft stärker macht, was durchaus nicht schlecht ist. Das hält einen zumindestens, das belohnt einen zumindestens damit, dass man nicht einfach hier die Geschichte durchrusht und fertig. So, Garrison hat plus 15. Dann würde ich sagen, verbraucht bis zu 40 Kraftreserve. Fügt 44 Schaden zu, wobei für jede eingesetzte Kraftreserve 0,2 zum Schaden hinzugefügt wird. Die Kriegsklinge kann später richtig stark werden. So, wenn ich den jetzt nicht besiege... Yo. Kriegsklinge von Garrison ist richtig übel. Aber der hat ganz schön auf die Fresse bekommen. Ah, was mache ich denn mit dem? Das Südtor. Eine imposante Tür ist von moosbedeckten Ruinen umgeben. Dahinter liegt ein ausgedehnter Sumpf. Da können wir noch nicht hin. Wir können diese kleinen Gebiete betreten. Das ist aber nur ein Erkundungsbereich. Ah, das wird lustig. Was sollen wir... Was wollen die damit draußen halten? Oder drin? Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass wir es geöffnet kriegen. Wenigstens noch nicht. Ja, da könntest du recht haben. Ja, da brauchen wir einen Artefakt. Dann können wir hier irgendwie... Das ist irgendwie total komisch und total lustig. Du kriegst später so ein Auge des Todes, womit du dann in die Welt... womit du dann die Welten switchen kannst. Und dann musst du hier irgendwie mit der Oberwelt so ein bisschen spielen. Weil die geswitchten Welten verschiedene Welten haben. Zum Beispiel in der normalen Welt ist eine Brücke kaputt, in der Totenwelt sozusagen, womit du dich dann bewegst, ist dann die Brücke Kanzen. Auf der anderen Seite kannst du wieder in die lebende Welt reingehen und so weiter und so fort. Es ist schon echt lustig, wenn du da mit zwei Welten-Overlays arbeiten musst, die sich dann zusammen als praktablen Weg ergeben. Das ist eigentlich ganz lustig, super. Also wie gesagt, mir gefällt das Spiel an sich sehr. Ist zwar etwas älter jetzt, aber ganz gut. Ich will es jetzt nicht zu lange machen. Aber am Anfang ist es halt auch einfach so. So, bevor ich... Oh, Crit, das war eigentlich ziemlich gut. So, weißt du was? Ich würde sagen, ich mache die heilende Welle auf ihn. War schnell genug, dass der Garrison direkt geheilt werden konnte. Super. Hat auch genug geheilt. Garrison hat nicht so viel HP, aber dafür kann er mit Blutungsschaden später bei Feinden, die jetzt richtig... Also er arbeitet viel mit Blutschaden und so ein Kram. Was richtig gut ist. Jo, also mein, die Konstellation, mit der ich das Game durchgespielt habe. Ich habe ziemlich lange mit der Gully, mit der roten Monika und Garrison gespielt. Später habe ich dann die rote Monika gegen den Nolan ausgetauscht, weil der einfach ein Allrounder ist. Barrikaden mitten im Wald, hier ist jemand. Ja, wir sollten uns vorsehen. Nolan ist halt wirklich ein Magier, der alles kann. Der kann auch heilen. Dementsprechend konnte ich Calibretto auch austauschen. Und hat halt auch viel mit Vereisen, Zaubern, Zeitreisen zu tun. Ein Lager anscheinend war erst kürzlich jemand hier. Der Geruch ist jedenfalls frisch. Der Bandit, der Grimbart verjagt, den Grimbart verjagerten. Überfall. Shit. Jo. Was zum... So, Verstohlenheit kann nicht Ziel von Einzelfertigkeiten sein. Steigert in der Zeit die Aktivität der Angriffsstärke um 50%, endet sobald Schaden erlitten wird. Okay, was hat der? Fügt Angreifern 3 Schaden zu. Okay, mache ich erstmal den hier fertig. Hier mache ich Metzeln. Und die Gully macht mal Streuschuss, obwohl die Gully eigentlich eher eine Schützerin ist. So, jetzt ist der obere nicht mehr verstohlen und ich kann ihn angreifen. Oh, die machen aber ganz schön Aua.
Ah, das ist übel. Ich mache erstmal unten den fertig, weil der am meisten Schaden macht. Vor allem finde ich das grausam, dass ich Schaden von ihm krieg. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ein Gegner mit Dornenschild. Spiel's übrigens mit Controller. Was mir persönlich auch sehr gut an dem Spiel gefällt, ist, dass du dir auch, dass du da nicht so nah am Rechner sitzen musst, weil die Schriftgröße einfach so aufgepackt ist, dass sich das eher wie ein Konsolenspiel anfühlt und du einfach ja dich auch mal zurücklehnen kannst. Wenn dein PC-Monitor groß genug ist, dann kannst du da auch einfach mal in Ruhe zugucken. Und ja, das ist eigentlich das, was mir sehr gut gefällt. Oh, Garrison hat plus 45 Momentum aufgebaut, beziehungsweise neue Stufe, Zornwelle erschlossen, wunderbar. Brieföffner, das, der Brief, den er bei sich hat, ist versiegelt, muss wichtig sein. Was steht drin? Schwer zu sagen. Er ist mit Blut besudelt, irgendwas über Fremde, die wir sein müssen. Außerdem irgendwas über einen Außenposten, vielleicht wird der Schmied vor Ort schlau draus. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass es kompliziert wird? Da hast du vollkommen recht. Es wird nicht so einfach. Warte mal. Ja, Garrison ist... Ah, stimmt, beim Level Up werden die HP auch geheilt. So, was haben wir denn hier? Metzeln. Zornwelle. Trifft alle Feinde und fügt 31 magischen Schaden zu. Ist langsam. Okay. Trotzdem würde ich gerne... Ausrüstung. Der Bote war nicht für seine Subtilität bekannt. Gezahnte Klinge hat bei einem Treffer eine Chance von 10%, das Ziel 3 Runden lang für 17 nachhaltigen Schaden bluten zu lassen. Ist eigentlich nicht schlecht. Gibt auf jeden Fall mehr Schaden. Super. So, jetzt nehme ich mal Calibretto. Der kann nämlich die Leute heilen. Und jetzt laufe ich wieder mit der Galli rum. Die hat die, in meinen Augen einfach die besseren Dungeon-Fähigkeiten. Auf Dauer. Zyklon, gepolsterte Lederweste. So, der Prototyp der dampfbetriebene Kanone. Auf der Seite steht mit kraktialer Schraff das Wort Zyklon geschrieben. Das gibt uns plus 12 Grundschaden. Plus, also insgesamt plus 12 Grundschaden und noch 8 Bonusschaden. Das sind insgesamt 20 Damage plus 1% Crit. Dafür weniger Abwehr und weniger Lebenskraft, was ich durch den Schaden allerdings in Kauf nehme. Und was... 4 Angriffsstärke weniger, dafür massiv beziehungsweise ordentlich viel Abwehr und ein bisschen Leben. Das ist okay. Ja, wie gesagt, so würde das Let's Play laufen. Den Brief müssen wir jetzt zum Schmied geben. Jeder Held hat eine individuelle passive Fähigkeit, die ihm einen Vorteil im Kampf gibt. Ja, normalerweise sind die Ladebildschirme länger, aber das Spiel ist halt so alt, ist halt älter, dementsprechend stehen da eigentlich immer ganz gute Informationen drauf. Allerdings, wie gesagt, bei neueren Systemen ist der Ladebildschirm nicht so lang, dementsprechend kann man das nicht immer nachlesen. Ich versuche so schnell ich halt kann, aber das war es auch schon. Erstmal mit dem Schmied sprechen, dann will ich nochmal in die Taverne schlafen. Ich glaube... von euch verjagten Banditen gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, den wir nicht ganz entziffern können. Dann lasst mal sehen. Ich mag die Stimme vom Grimbar, der ist cool. Die Tinte sieht frisch aus. Da steht irgendwas von einer alten Waffe. Sonst noch was? Dass Fremde auf die Insel kommen, die wahrscheinlich alles komplizieren. Fremde? Komplizieren? Sind wir damit gemeint? Das geht hieraus nicht hervor, aber es ist vom eisernen Außenposten die Rede. Das steht fest. Was ist das? Und wo? Die gewaltigste Befestigung südlich der verschneiten Lande. Lange verlassen, aber zuletzt sind da Banditen ein- und ausgegangen. Weiß der Himmel warum? Das Nordtor ist abgesperrt, damit niemand in diese Richtung gehen kann. Hier ist der Schlüssel. Ihr seht aus, als könntet ihr auf euch aufpassen. Aber ich hätte gute Waffen zum Verkauf anzubieten, die ganz nützlich sein könnten, wenn aus Reden kämpfen werden sollte. Ein paar andere hier im Ort haben auch nützliche Dinge.
Ihr könnt euch ja mal umsehen. Vielleicht werdet ihr fündig. Das heißt, wenn sie auf euer Klopfen antworten, ihr stört mich bei der Arbeit. Super. Wir können natürlich ausbauen, später dann. Das bedeutet, wie heißt's, dass der dann später irgendwann bessere Waffen kriegt. Und wir können ja, wie gesagt, Zeug verkaufen. Natürlich. Hier wird nur das angesetzt, was wir im Linksbums nicht angesetzt, nicht angehauen haben. Wenn man mal was verkaufen sollte, ihr stört mich bei der Arbeit, was man nicht haben will, dann kann man das auch zurückkaufen. Ja, ich bin noch da. Ja, ist ja gut. So, ich würde mir gerne die Waren ansehen. Das ist das, was wir haben. Belüftete Kanone. Auch nicht. Das ist gerade im Angebot für 114. Versteckte Kriegsgolem-Panzerung. Kaufe ich mal. Schmuck, Berührung der Natur, Bonusschaden. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Einfaches Schmieden. Lehrt, wie man Küsteneisen, Fellfetzen etc. Warte mal, kann ich vielleicht noch irgendwas verkaufen? Schwach leuchtendes Pulver. Spinnenseide. Verkaufe ich mal. So. Er sagt immer solche random Sachen, von daher ist es gar nicht so schlimm. So. Wunderbar. So, Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Ring, den kriegt die Galli. Dann hat die wenigstens ordentlich mehr HP. So, was haben wir hier? Eigentlich ganz gut. Hat der hier irgendwas? Nein. Okay, gucke ich mal hier. Einfaches Schmieden anwenden. Jo, das ist das Wissen. Jetzt können wir ein paar Sachen selbst schmieden. Ja, ein paar simple Rezepte, die jeder Schmied fertigen könnte. Okay, also wie gesagt, da muss man schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Was haben wir denn hier? Steinmesser. Oh, da haben wir aber nicht eine Sache. KO-Handschuhe, die sind auch nicht schlecht. Ihr stört mich bei der Arbeit. Ich werde hier sein. Ja. Gut. Wenn wir mit dem nochmal sprechen. Wie ich höre, geht ihr durch das Nordtor. Vielleicht seid ihr ja doch nicht so langweilig, wie ich dachte. Nehmt diesen Flakon. Er bringt jeden, der in der Schlacht fällt, sofort wieder zurück. Die sind natürlich nicht unerschöpflich, sollten euch aber lange genug am Leben halten, um mir noch einen Besuch abzustatten. Etwa. So, was können wir denn hier? Primärelemente. Einfache Rezepturen. Okay. Hier können wir auch Zeug verkaufen. Ja, viel Kohle habe ich jetzt nicht, ne? Ich könnte natürlich Flakon der Wiederbelebung verkaufen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. So, hier möchte ich mich ein bisschen Talkräuter. Ich will nicht so viel verkaufen, das ist das Problem. Nur so viel. Ich mag den nicht, das ist ein richtiges kleines Arschloch. Der ist ärgerlich. Na gut. Ja, wir gehen schon. So, was haben wir denn hier? Anwenden. Jetzt können wir ein paar Sachen selbst machen. Das ist super. Den anderen habe ich schon gesprochen. So. Galli. Sie schläft. Sei leise, sonst wächst du sie auf. Stimmt. Na gut, lassen wir sie noch eine Stunde schlafen. Wir trainieren im Morgengrauen und rücken dann aus. Du verlangst zu viel von ihr. Wie bitte? Sie ist noch ein Kind, kein Soldat. Sie braucht Ruhe und Erholung. Wie viele Kinder kennst du, die einen Kanonenschuss einfach so abschütteln können? Ich weiß, du glaubst, die Handschuhe beschützen sie. Und vielleicht werden sie das auch, sobald sie sie gemeistert hat. Bis dahin bringt sie sich selbst und uns in Gefahr. Ich spüre eine zunehmende Feindseligkeit in deinem Tonfall. Du hast selbst erlebt, wie sie gejagt worden ist, schon vor unserer Ankunft hier. Du willst sie beschützen? Das kannst du nicht. Und ich auch nicht. Ich kann sie nur lehren, was Aramus wusste. Ich verstehe, ihre Ausbildung ist wichtig, aber eine Stunde. Jo,
Gut, da merkst du schon gleich, was abgeht. Gut, jetzt geht's hier weiter. Ich würde aber sagen, es reicht für heute. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch genauso wie mir. Angezockt ist fertig. Und wenn gewünscht, kann man natürlich ein Let's Play daraus machen. Aber, naja, mal sehen, ne? Macht's gut. Ciao.